Verrückt, das war Countdown Nummer 3 zur dritten Session des heutigen Tages und ganz dramatische Musik. Ich finde das super. Ich bin auch total gespannt auf dein, wie nennt es sich, Flash Talk. Lightning Talk, ja. Entschuldige, Lightning Talk. Leon Elias, der Mann mit Bindestrich, ein Genau. Digital Native und Mautic Integrator bei Leuchtfeuer. Und wer sich jetzt bei dem genau schon mal die Frage gestellt hat, habe ich diese Stimme nicht schon mal gehört? Dann habt ihr euch richtig erinnert. Er ist nämlich auch unser Gastgeber beim Pod, er ist Podcaster beim Ja. Mauticast. Wir haben einen richtigen Celebrity heute da, der uns Ja. einen 3 Buchstaben Begriff gleich entlang erklären wird, nämlich sein Vortrag heißt DOI mit Mautic in 2022. Und ich will gar nicht auflösen, was es ist, dafür bist du zuständig. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf der Bühne. Perfekt, dann danke ich schon mal für dieses herzliche Intro. Ich übertrage direkt mal meinen Bildschirm und dann können wir abgehen in die Präsentation. So, erstmal willkommen an alle, die eingeschaltet haben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wie gesagt, das ist ein Lightning Talk. Dementsprechend 5 Minuten vollster Content und ich will auch gar nicht lange dran schnacken. Ganz kurz zu mir. Ich bin Leon Elias Oltmanns, 24 Jahre. Ich komme aus Hannover, arbeite bei Leuchtfeuer Digital Marketing. Bin seit ungefähr 2018 mit Mautic am Machen, Werken und Tun. Habe verschiedene Rollen in der Community übernommen. Über Team Education Lead. Ich habe dieses Jahr das Design für die Mautic-Konferenz mit übernommen. Vielleicht, ja, wie vorhin auch schon erwähnt, habt ihr meine Stimme auch schon mal gehört. Ich spreche die eine Hälfte des englischen Mauticasts zusammen mit Ecki. Und falls ihr Fragen, sonstiges habt, meldet euch gerne unter meiner E-Mail. L.oltmanns@leuchtfeuer.com. Das wäre es auch, lang der Vorrede. Ich habe heute 2 Methoden für euch mitgebracht, wie man Double Opt-in machen kann. Und die erste wird euch wahrscheinlich schon bekannt sein und auch wirklich nichts Neues. Es gibt ein Double Opt-in Plugin. Das Ganze wurde rausgebracht von Content Optimizer in Zusammenarbeit mit Sebastian Krug, wenn ich mich nicht irre. Das Ganze gibt es öffentlich im GitHub. Und ist ja sehr zweckerfüllend. Das Ganze fügt nämlich eine simple Möglichkeit für Double Opt-in hinzu. Es gibt eine neue Formularaktion und einen kleinen Shortcode, den ihr euch in die E-Mail packen müsst, in die Double Opt-in-E-Mail. Es gibt einen kleinen Dämpfer dazu. Es gibt noch keine offizielle Unterstützung für Mautic 4. Und da wir irgendwie nur noch 4 Monate vor Mautic 5 stehen, wirkt es ein bisschen outdated, ehrlich gesagt. Die aktuelle Version wurde zwar mit Mautic 3.3 noch getestet. Unterstützung für Mautic 4 ist in Vorbereitung, da steht ja schon Weilchen. Ich habe es getestet mit Mautic 4.3.1, da funktioniert das noch hervorragend. Dementsprechend hoffe ich mal, dass es mit Mautic 5 auch noch funktionieren wird. Wenn nicht, dann habe ich noch eine zweite Methode für euch mitgebracht. Ich würde euch einmal ganz kurz das Plugin erklären. Da gibt es einfach nur eine neue Formularaktion. Die ist relativ simpel. Wir haben oben eine E-Mail, die wir auswählen müssen. Ich würde sagen, ich erkläre euch das einfach kurz Schritt für Schritt. Wir haben oben einfach unsere Double Opt-in-Mail, die wir auswählen. Die wird dann rausgesendet, sobald das Formular ausgefüllt wurde. Wir haben außerdem die Möglichkeit, Tags hinzuzufügen oder löschen, sobald der Double Opt-in Erfolg ist. Da können wir einfach eintragen, die Tags sollen hinzugefügt werden, wie Double Opt-in Success und eventuell Double Opt-in Started, wenn es erfolgreich war, rausschmeißen. Das Ganze können wir mit Segmenten machen, was ziemlich praktisch ist. Bedeutet, sobald Double Opt-in erfolgt ist, können wir alle Leute Kontakte automatisch in unser Double Opt-in Success Segment jeglicher Form reinschmeißen und auch wieder rausnehmen. Und am wichtigsten der Knackpunkt hier ist ja eigentlich, dass wir unsere Danke-Seite, Thank You URL, die Seite, auf die wir unsere Kontakte ja leiten wollen, die wir als Landingpage zum DOI nehmen, die URL hier einmal eintragen. Wenn wir das alles gemacht haben, das heißt, die beiden wichtigen oder relevanten Sachen sind ja eigentlich einmal, wir haben die E-Mail ausgewählt in der Formularaktion, wir haben die URL, unser Landingpage ausgewählt in der Formularaktion. Damit können wir starten. Der Rest ist ein nettes Gimmick obendrauf. Funktionalität auch simpel. Wir haben einen kleinen Shortcode, den habe ich euch hier einmal grün markiert und den müssen wir einfach nur 1:1 in unsere Double Opt-in-Mail packen. Der Shortcode wird dann durch die URL, die wir in der Formularaktion im letzten Schritt eingetragen haben, wird ersetzt. Bedeutet, der Shortcode wird aufgelöst zu einem klickbaren Link. Und das war es eigentlich. Damit habt ihr eine relativ simple Methode, wie ihr durch Formular wird ausgefüllt,
nichts weitermachen müsst, außer einmal die Formularaktion konfigurieren, einen kleinen Shortcode in eure Double Opt-in-Mail packen, einen die URL in die Formularaktion schmeißen und schon habt ihr einen völlig automatisierten Double Opt-in-Prozess. Super geil, benutzen wir und kann ich nur empfehlen. Aber es gibt ja immer noch so ein kleines Aber was ist, wenn? Und vor allen Dingen hier, was ist, wenn das Plugin nicht mehr weitergeführt wird oder einfach mit der neuen Mautic-Version nicht mehr funktioniert? Wir haben ja gesehen, ab seit Mautic 3.3 wurde es nicht mehr aktiv weitergetestet von den Verlegern. Und da habe ich eine zweite Methode von euch, oder wir sagen für euch, wie wir einfach nur Vanilla-Mautic benutzen. Da brauchen wir so ein kleines Repertoire, besteht aus den folgenden Komponenten. Wir brauchen ein Double-Opt-In-Formular des Typus Kampagne, nicht Standalone. Wir brauchen unsere Double-Opt-In-Kampagne. Wir brauchen ein Double-Opt-In-Success-Segment, eine Double-Opt-In-Mail, eine URL der Landingpage, wie es sich versteht, und ein Cronjob. Und damit können wir sehr gut arbeiten. Und wie ihr das Ganze zusammenfasst, erkläre ich euch jetzt, dass ihr das zusammen bastelt. Wir starten aus einem super simplen Double-Opt-In-Formular. Da ist keine große Magie drin, besteht aus dem Feld Vorname, Nachname. Und hier haben wir nicht mal eine Formularaktion drin. Also wirklich super simpel, super Vanilla. Als nächstes haben wir dann die Double-Opt-In-Kampagne. Wir starten diese Double-Opt-In-Kampagne aus unserem Kampagnenformular, was ich gerade gezeigt habe. Und erstmal würde ich kurz iterieren, welcher Zweck hier überhaupt erfüllt werden soll, bevor ich einmal die Kampagne zeige. Zweck ist, sie startet aus dem Double-Opt-In-Formular, sie versendet unsere Double-Opt-In-Mail. Sie prüft auf der Landingpage nach Hits und versendet bei Bedarf einen Reminder. Das sind die Schritte, die die Kampagne hier oder den Zweck, der die Kampagne hier erfüllen soll. Fang an. Ich habe euch die Kampagne hier einmal aufgezeigt und in drei Teile unterteilt. Wir haben oben drei Schritte, links unten drei Schritte, rechts unten drei Schritte. Ganz oben starten wir einfach, wie schon erwähnt, aus dem Double-Opt-In-Formular und schicken als ersten Schritt unsere Double-Opt-In-Mail. Das ist der allererste Schritt, den wir haben. Und dann prüfen wir auf einen Page-Visit. Ich weiß, es gibt so ein paar Leute, die sagen, das macht man eigentlich nicht mehr. Und es war zwischendurch auch eigentlich nicht mehr als Top-Notch angesehen. Aber ich erkläre euch gleich, warum das wieder oder wieso wir das wieder so machen. Wieso das für uns gut funktioniert. Wir haben nämlich eigentlich das Problem oder müssen in Betracht ziehen, dass es Kontakte gibt, die eventuell kein Cookie-Consent gegeben haben. Und wie kriegen wir dann überhaupt einen Page-Hit von jemandem mit, der kein Cookie-Consent gegeben hat? Das ist relativ simpel. Es gibt in den Einstellungen unter Tracking-Settings gibt es einen kleinen Hebel, der nennt sich Identify Visitor by Tracking-URL. Wenn ihr den auf Ja stellt, werden E-Mail-Klicks der Kontakte über Mautic geleitet und rumgeroutet. Und Mautic kriegt diesen Link-Klick immer mit und speichert ihn sich als Page-Hit weg. Bedeutet, jemand meldet sich über das Formular an, kriegt die Mail, hat aber auf unserer Seite, war schon mal neu auf unserer Seite, hat kein Cookie-Consent gegeben oder kommt neu auf unsere Seite und gibt kein Cookie-Consent, dann kriegen wir diesen Klick des Links innerhalb der E-Mail trotzdem in Mautic mit. Und der wird in der Kontakthistorie als Page-Hit aufgenommen und auch als Page-Hit wahrgenommen. Bedeutet, wir können damit weiterarbeiten und hier auf den Page-Hit prüfen. Das ist super wichtig. Also sonst hatten wir immer das Problem, dass ein Page-Hit von jemandem, der kein Cookie-Consent gegeben hat, den kriegen wir nicht mit. So, wie denn auch. Aber da wir den Link-Klick über Mautic rumrouten, kriegen wir das mit. Da gibt es einen kleinen Reminder, beziehungsweise einen kleinen Tipp von mir. Wenn Cookie-Consent gegeben ist und wir trotzdem über den Link-Klick den, wie gesagt, die Identify Visitor by Tracking URL in den Einstellungen aktiviert haben, wird der Page zweimal in der Kontakthistorie auftauchen. Einmal, weil er die Seite besucht hat und der Tracking-Code angeschmissen wird und ein zweites Mal, weil der Link geklickt wurde und Mautic sich das auch nicht gesondert markiert, sondern einfach nur als Page-Hit wegspeichert. So kommt hier eventuell eine doppelten Page-Hit in der Historie zustande. Gehen wir weiter. Wenn der Page-Hit erfolgt ist, dann schmeißen wir ihn einfach in ein Double-Opt-In-Success-Segment. Wir geben hier einen Timestamp mit. Das ist einfach nur ein Date-Time-Custom-Field, welches den Titel Double-Opt-In-Time trägt. Und als Operator nutzen wir im Feld einfach Now, einfach die drei englischen Buchstaben für jetzt. Und sobald der Kontakt hier durch diese Kampagne läuft, durch den Schritt erreicht, erfolgreich durchläuft, dann wird das aktuelle Datum zum Durchlaufen, also die Zeit des Durchlaufens in dieses Feld weggespeichert. Ist kein Muss, wir haben es hier einfach nur
als netten Bonus obendrauf. Und am Ende schmeißen wir wieder aus der Kampagne raus. Sollte der Link nicht geklickt werden, zumindest nicht innerhalb 2 Stunden, dann schicken wir einen Reminder, prüfen wieder auf den Page-It. Sollte der Reminder-Page innerhalb eines Tages passieren, dann springen wir hier links unten zum Segment Success. Und wenn es halt nach einem Tag nicht passiert, dann schmeißen wir den Kontakt bei uns direkt aus dem System raus. Wir haben keine Leichen mit nicht bestätigter E-Mail im System. Wir machen nach einem Tag Tabula Rasa und der wird einfach gelöscht. So machen wir unsere Double Opt-In-Kampagne. Es gibt auch eine kleine Anekdote, die wir erwähnen müssen. Das ist das Zeitproblem. Es gab früher immer das Problem, entweder man nimmt ein Standalone-Formular und schickt die Double Opt-In-Mail direkt per Formularaktion raus oder man nimmt ein Kampagnenformular, um den Kontakt direkt zur Kampagne hinzuzufügen, verzögert aber das Verschicken der E-Mail. Und das ist immer ein Entweder-Oder gewesen und beides war doof. So, keine Lösung war irgendwie wirklich viel besser als die andere. Wenn man die E-Mail sofort versendet und den Kontakt aber nicht in der Kampagne hat, kriegen wir innerhalb der Kampagne den Page-It nicht mit. Und damit geht dieser Page-It verloren und unser System geht nicht auf. Gibt allerdings eine Lösung. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr genau, seit wann das ist. Es ist mir einfach nur in letzter Zeit aufgefallen, dass wenn ein Kontakt ein Kampagnenformular ausfüllt, wird er sofort zu allen Kampagnen hinzugefügt, die aus dem Formular heraus beginnen. Bedeutet, wir haben ja mal einen Screenshot. Ich habe das Double-Opt-In-Formular hier einmal testweise ausgefüllt und wir sehen ganz oben, rot markiert, der Kontakt wird sofort der Kampagne hinzugefügt. Bedeutet, wir haben nicht mehr das Zeitproblem, dass irgendwie versetzt der Kontakt schon den Link geklickt hat, aber noch gar nicht in der Kampagne ist, weil wir die E-Mail schneller versenden wollen. Das Problem haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch das Problem, dass die Kampagne möglichst schnell getriggert werden muss, da der Kontakt direkt nach dem Ausfüllen des Formulars in der Kampagne ist. Und dafür habe ich euch den Cronjob mitgebracht, von dem ich am Anfang schon kurz gesprochen habe. Wir haben uns einfach dafür entschieden, die Double Opt-In-Kampagne einfach einmal pro Minute zu triggern. Bedeutet, dass die Double Opt-In-Mail in maximal 60 Sekunden nach Formularausfüllen rausgeschickt wird. Wenn es ganz schlecht läuft, meistens ist es halt irgendwas zwischen, wann er halt genau das Formular ausgefüllt hat. Wenn das genau um 13 Uhr und eine Sekunde ausgefüllt hat, dann wird er halt die Mail um 13.01 kriegen. Dazu haben wir einfach in unserem Cronjob einen Cronjob, und zwar Mautic Campaigns Trigger. Und dahinter kann man dann die ID einer Kampagne angeben, die damit angesprochen werden soll. Bedeutet, wir haben diesen Cronjob wirklich nur, damit unsere Double Opt-In-Kampagne einmal pro Minute getriggert wird. Und damit haben wir das Problem gelöst, dass Leute sofort in die Kampagne kommen, nach maximal 60 Sekunden eine Mail kriegen, wir den Page-It in der Kampagne aufnehmen können und uns keine großen Gedanken machen müssen zwischen, kriegt er die Mail erst, wenn er in der Kampagne ist, haben wir einen zeitlichen Versatz, alles ist damit gelöst und damit sind wir aktuell sehr, sehr glücklich und nutzen das produktiv. Und damit danke ich schon mal fürs Zuhören. Das war mein doch etwas länger als 5 Minuten Lightning Talk. Ich hoffe, ich habe es gut rübergebracht. Solltet ihr Fragen haben, dann habt ihr jetzt noch ein Sekündchen Zeit, Fragen zu stellen, sonst meldet euch gerne auf meine E-Mail-Adresse oder auch einfach im Slack, Leon Oltmanns. Ich bin für eure Fragen immer gerne da. Und danke fürs Zuhören. Ganz großartig. Vielen Dank. Sind keine Fragen reingekommen. Und du hast ja auch selbst gesagt, ist ein Kurzlauf. Doch, wenn es keine Fragen gibt, dann danke ich immerhin fürs Zuhören. Und ich würde sagen, super. Lass uns Hallway Tracks machen. Bis nachher. Bitte gerne. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.